Herzlich willkommen bei der Ghostwriting-Agentur GWriters. In diesem Video schauen wir uns einmal an, wie Sie seriöse Ghostwriter-Agenturen finden und sich vor Ghostwriter-Betrug schützen können. Dabei gilt natürlich, dass Prävention das beste Mittel ist. Im Vorfeld sollten Sie sich anschauen, welche vertrauenswürdigen Ghostwriter-Vergleiche es gibt, diese durchlesen und schauen, welche Ghostwriter-Agentur Ihnen dabei zusagt. Dabei ist natürlich wichtig, dass das Vergleichsportal bekannt ist. Denn jeder kann einfach eine x-beliebige Website aufsetzen und dort jede Menge Vergleiche und Pseudo-Bewertungen draufschreiben. Allerdings gibt es eine Reihe von Vergleichsportalen, wie zum Beispiel Trustpilot, den Bewertungen auf Google selbst oder Proven Expert, wo man auch wirklich zuverlässige Bewertungen von verschiedensten Unternehmen findet, unter anderem eben auch Ghostwriter-Agenturen. Weiterhin sollten Sie natürlich schauen, ob in den Vergleichen, die Sie sich anschauen, nur eine einzige Ghostwriter-Agentur empfohlen wird und von allen anderen abgeraten wird. Auch dann ist es natürlich immer ein Indiz außerhalb der bekannten Vergleichsportale, dass es sich hier vielleicht um ein hausgemachtes Portal handelt. Und das ist auch nicht unbedingt vertrauenswürdig. Weiterhin können Sie, wenn dieser Verdacht aufkommt, einfach mal testen, ob weitere Bewertungen auch hier überhaupt hinzugefügt werden können. Falls das nicht der Fall ist, es gibt auch einige Portale, die Erfahrungen haben wir in der Vergangenheit gemacht, die wir über Kundenberichte dann rausgefunden haben, dass man eine Bewertung zwar theoretisch in einem Formular abschicken könnte, dann aber aus einem mysteriösen Grund ein technischer Fehler oder ähnliches auftritt und man diese Bewertung dann doch nicht abschicken kann. Dementsprechend immer schauen, dass das alles stimmig ist, dass man ein ordentliches Vergleichsportal hat. Wenn das nicht bekannt ist, dass man schaut, wird wirklich nur eine Ghostwriter-Agentur empfohlen oder handelt es sich dabei um wirklich einen qualitativen Vergleich? Können neue Bewertungen hinzugefügt werden und so weiter? Wenn nicht, dann immer vorsichtig sein, denn die Bewertungen könnten natürlich unter Umständen auch gefälscht sein. Weiterhin schauen Sie sich die Website der Ghostwriter-Agentur vielleicht einmal etwas genauer an. Gibt es vielleicht sogar Profile der Ghostwriter, die Sie finden können? Gibt es ein echtes Impressum mit einer Anschrift, die man erreichen kann? Eine Telefonnummer, auf der man anrufen kann, unter der man auch direkt jemanden erreicht? Gibt es eine vertrauenswürdige Firmenanschrift? Und zu guter Letzt, wie geht die Firma mit ihren Daten um? Wenn es sich nicht um eine schnell dahingeklatschte Website handelt von irgendeinem Betrüger, der einfach nur Geld einsammeln möchte, dann wird die Agentur auf jeden Fall Wert darauf legen, auch alles jetzt mittlerweile DSGVO-konform zu machen. Das heißt, es sollte auch eine Datenschutzerklärung und andere entsprechende Hinweise vorhanden sein, die Ihnen zeigen, dass es sich hier wirklich um eine seriöse Agentur handelt. Weiterhin ist es natürlich auch wichtig, auf das Verhalten der Agentur zu schauen. Also das heißt, im Vorfeld haben wir hier natürlich einige Instrumente, an denen wir sehen können, ist diese Agentur überhaupt seriös? Und dann haben wir weiterhin die Möglichkeit auch zu beobachten, wie verhält sich diese Agentur dann im eigentlichen Kundenkontakt, wenn sie dann eben den Kontakt per Telefon oder per E-Mail aufnehmen. Schauen Sie vielleicht, ob man Sie an dem Auswahlprozess beteiligt, wenn Sie dies wünschen, ob man Ihnen eine initiale Telefonkonferenz anbietet. Können ja selber einmal nachfragen, ob Sie mit Ihrem Ghostwriter auch vor Auftragsvergabe telefonieren können. Eine seriöse Ghostwriter-Agentur wird das auf keinen Fall verneinen. Und Sie sollten vielleicht auch mal fragen, welche Qualifikation Ihr Ghostwriter eigentlich hat. Auch das wird Ihnen eine seriöse Ghostwriter-Agentur relativ zeitnah mitteilen können und daran werden Sie dann auch sicherlich merken, ob es sich um etwas handelt, was seriös ist, ob es nur etwas Ausgedachtes ist. Da haben wir tatsächlich einige Rückmeldungen von Kunden bekommen, die schon im ersten Moment diverse Alarmglocken klingeln hören haben, aber dann nicht drauf geachtet haben, weil dann vielleicht der Preis so günstig war oder zugesagt wurde, dass ein Dokument innerhalb von wenigen Tagen erstellt werden kann, was normalerweise bei einer seriösen Agentur mindestens eine Woche braucht. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hiermit mal einige Hinweise geben, wo man darauf achten muss, um sich vor Ghostwriter-Betrug zu schützen und freue mich, dass Sie zugesehen haben. Vielen Dank.